Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Politik Simulator 4, Power Evolution, dem vierten Teil des Politik Simulators, mit mir Simon Malte, mit dem deutschen Kaiser. Wir sind wieder zurück im Let's Play und haben jetzt bald den erste Quartalsrechnung anstehen im Jahre 2032 und die dürfte uns durchaus Freude bringen. Also ich, korrigiert mich Leute, aber ich glaube so einen dicken Überschuss wie jetzt mit 1,3% BIP-Überschuss, ich glaube so einen dicken Überschuss hatten wir noch nicht gehabt in diesem LP. Also es läuft jetzt tatsächlich wirklich ganz gut an. Die ersten Investitionen vielleicht auch sind das jetzt diese Internetwachstumsoptionen, ne, dass wir da tatsächlich ein bisschen Geld reingeballert haben. Dass sich das jetzt auszahlt, ne, ich verweise noch drauf, wir haben mittlerweile voll ausgebaute Mobiltelefonie, voll ausgebautes DSL und voll ausgebaute 4G-Technik. Was noch fehlt, sind Glasfaserleitungen und 5G für Deutschland, aber ist ja prinzipiell jetzt erstmal grundsätzlich nicht verkehrt. Ansonsten, vorweg, wieder meine Einspieler an dieser Stelle. Falls euch das Ganze gefällt, ihr Bock habt auf weitere Folgen, zeigt mir, dass ihr das Projekt mögt, gebt dem ganzen Ding einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, Glocke nach oben, um nichts, Glocke nach oben, Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen, Link unten drunter, so muss richtig zu Twitch in der Beschreibung, wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt, wie jetzt über 40 Zuschauer auch hier wieder am Start sind, auf Montagabend immer Politik-Simulator, freitags könnt ihr auch gerne vorbeischauen, ist F1-Tag, da könnt ihr euch dann dementsprechend auch austoben und falls ihr nichts verpassen wollt, um benachrichtigt zu werden, Link zu Discord, ebenfalls in der Beschreibung, könnt ihr auch da einfach beitreten, dann werdet ihr dort dann informiert, wenn es dann dementsprechend mal wieder an einen Stream geht, kriegt ihr einen schönen Pinger, dann wisst ihr Bescheid, ah ja, der Malte ist wieder da. Genau so schaut's aus. Ja, und ansonsten seid ihr natürlich auch dazu eingeladen. Das ist aber tatsächlich auch nur Bonusgimmick. Es sei nur gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, finanzielle Art und Weise, könnt ihr auf YouTube gerne die Kanalmitgliedschaften da unterstützen. Das geht da schon ab 1 Euro los tatsächlich. Da haben wir die Hürden sehr, sehr niedrig gesetzt, dass tatsächlich auch jeder, der ein kleines Budget auch nur den schmalen Taler hat. Ich weiß, gerade in Inflationszeiten ist das ja alles ein bisschen kniffliger, aber auch jeder, der nur einen schmalen Taler hat, dass das dementsprechend dann umgesetzt werden kann, um uns halt zu unterstützen bei der ganzen Geschichte hier, dass ihr auch dadurch uns zeigen könnt, ey, was ihr macht, ist richtig geil und ne, dafür habe ich auch mal einen Euro übrig. Ansonsten natürlich seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, auf Twitch Subs rauszuknallen, ne, wenn ihr dementsprechend da subscriben wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Und natürlich auch Einzelspenden live im Livestream hier, wie ihr es heute schon gesehen, von Sören und von Dux war das, glaube ich. Ich meine, ihr beiden wärt das gewesen. Nehme ich natürlich auch sehr, sehr dankend an. Das ist sogar übrigens, falls es euch interessiert, der Teil an Geld, wo das meiste für uns prozentual kleben bleibt. Also die Direktspenden in Streams ist das Beste, was ihr so gesehen von uns machen könnt, wo am wenigsten irgendwo anders noch liegen bleibt. Dafür natürlich, muss man sagen, sind die Einnahmen weniger planbar. Und wir haben 3% Wirtschaftswachstum, also schon fast wieder eine kleine Steuererhöhung. Ich lasse jetzt bis zum 1. so durchlaufen, weil wir haben jetzt 1,5% Überschuss. Aber jetzt katapultieren wir scheinbar den Haushalt jetzt mal aber ganz zügig in neue Hemisphären. Also das Fusionskraftwerk dürfte gleich kein Problem darstellen, tatsächlich finanzierungstechnisch. Das müssten wir hinkriegen. Also auch tatsächlich, also wir machen es auch heimisch produziert, weil dann kriegen wir schneller hin. Das können wir jetzt aber auch gebrauchen, weil wenn die Wirtschaft jetzt schon wieder um 3% wächst, 5 Terawattstunden Überschuss, ich sehe es schon. Es schmilzt regelrecht zusammen, unser Überschuss an Energie. Also Freunde, ne? Da dann auch sofort müssen wir wieder hinterher sein. So, was habt ihr auch geschrieben? Oh ja, Ukraine-Russland-Projekt, das haben wir in der letzten Folge mal ganz kurz angeschnitten gehabt, das Thema. Das war ein gutes Projekt, fand ich auch tatsächlich. Genau, hier auf YouTube, abonnieren, liken, so sieht's aus. Willst du eigentlich noch ein bisschen mit dem Geheimnis spielen, wenn man das Geld hat? Ja, wir werden den auch noch gebrauchen können, weil das wird die eine oder andere militärische Operation später erleichtern. Da werde ich dementsprechend natürlich auch noch mal ein bisschen Geld reinsetzen gehen irgendwann. Werbung Ende, da muss man gar keine Werbung auf YouTube schreiben. Ja, ich habe halt mittlerweile, die Liste ist mittlerweile einfach so lang geworden. Früher sind wir angefangen, Tobi, da hatten wir nur YouTube, da war klar, Abo, Daumen nach oben, gibt ein Kommi für den Algorithmus, Feierabend. Mehr war da gar nicht. Dann kam ja irgendwann Discord dazu, dass du jetzt auch noch mit dabei hast, ne, wo die Leute dann dementsprechend informiert werden. Jetzt mit diesem Plattformwechsel oder dieser Doppelbespielung, ne, dass wir dementsprechend auch live ja sind, auf Twitch, haben wir das Problem, dass wir da noch eine Plattform dazu haben. Dann haben wir ja die Möglichkeit seit, ja gut, nunmehr auch ein paar Jahren, dass wir tatsächlich ja auch über die Kanalmitgliedschaften gehen können. Als auch dann jetzt natürlich durch diese Doppelführung mit Twitch, hast du die Subs im Hintergrund. Dann hast du natürlich noch die Option der Einzelspenden. Also wirklich, ich habe hier bald eine Liste liegen. Ja, ich weiß, da brauchst du demnächst keine Werbung einspielen. So, Staatskasse, Überschuss, 39 Milliarden. Ich sag doch, das kann jetzt sehr, sehr vorteilhaft werden. Das ist gutes, gutes, gutes Geld. So, wir gehen entsprechend in den Energiesektor und schauen uns das Ganze direkt auch schon mal an, wenn ich jetzt einen Fusionsreaktor bauen will mit euch zusammen. Der siebte an der Zahl,
kann uns 35 Milliarden kosten. Das wird er auch tatsächlich in seinen Vollumfängen tun. Jetzt muss ich nur gucken, nee, das ist schon zu viel. Wo kommen wir mit 8 Monaten raus? Bei 33 Milliarden. Das heißt, bis auf 1 Milliarde kriegen wir es alles herabgesetzt. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wo packen wir das mal hin? Es müsste ja irgendwo ein paar zerstörte Gebäude haben, oder nicht? Ja, im Süden fühle ich mich eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist schon auch so ein Reaktor schon eh stehend. Hier, ach ja, stimmt. Ich habe hier alles mit Gaskraftwerken vollgepflastert. Hier sind noch die alten AKWs. Da kann ich auch noch nichts hinpacken. Hier sind die AKW-Unterweser und so. Ja, vielleicht jetzt einfach mal wirklich zwischen Hamburg und Hannover, wa? Oder hier in dieses Dreieck mit Braunschweig. Habe ich sonst noch irgendwas Zerstörtes hier? Ja, nicht, dass ich das gerade sehen würde, ne? Wenn das safe noch ein paar Stützpunkte zerstört sein müssen. Ja, Solarparks. Vielleicht haben sie mittlerweile auch die Reste einfach doch beseitigt auf der Karte. Das fände ich natürlich auch sehr, sehr praktisch. Nehme ich mit. Ja, komm, dann packen wir jetzt nochmal eins hier hin. So, zack. Das nächste Fusionskraftwerk, nächste Fusionsreaktor. Haben wir noch einen Namen für das Ding, by the way? Ja, weil ich jetzt mal gucke mit euch zusammen, wir haben ja noch ein bisschen Geld, dann gucken wir jetzt mal. Ich weiß, ich könnte es auch in Glasfaser investieren, aber ich muss mal gucken, die Anzahl der Wohnungen ist mittlerweile ja echt schon horrend hoch, dass wir hier jetzt nochmal ein bisschen auch abbauen gehen. Also 10.000 können wir zum Beispiel nicht finanzieren. Geht in 8.000. Nicht mal. 7.000. Ja, 7.000 kriegen wir finanziert. Kostet auch nicht so viel Arbeitskräfte, das gesamte Gebiet verteilen. Kann auch kein ähnliches Projekt dahinterher starten, weil halt einfach kein Geld darüber hinaus da ist. Ja, das Fusionskraftwerk frisst jetzt viel, ist dafür aber in 250 Tagen fertig. Jetzt lasst mich überlegen, 250 Tage, halbes Jahr, 7 Monate, 8 Monate, ja genau, richtig, ja, stand ja vorhin bei, Malte. 8 Monate sind wir fertig, 8 Monate, das wäre jetzt tatsächlich so Richtung Jahresende, wo wir dann tatsächlich das nächste Fusionskraftwerk haben. Das heißt, wir kriegen ja so ein ganz kleines bisschen Energieproblem jetzt im Laufe des Jahres wahrscheinlich. Aber darüber hinaus ist das schon okay, denke ich mal. So bei 3% Wirtschaftswachstum kann ich mir sogar echt überlegen, ob ich die Steuer komme. Die schieben nochmal einen Prozentpunkt höher. Ein Prozentpunkt geht noch. Jetzt haben wir ein Drittel Sozialabgaben Arbeitgeber. Dementsprechend, ja, wollen wir schauen, bis wir wahrscheinlich auf so 1,7 Überschuss dann einpendeln, die Geschichte. Aber 1,7 Überschuss ist auch schon ganz gut. Namensvorschlag. Baden-Powell, Gründer der Pfadfinder. Wer haben wir die letzten denn so genannt? Das ist der Bismarck-Reaktor, Barbarossa-Reaktor. Ich glaube, hier oben hatten wir noch den von Hessen-Reaktor. Genau, da hat er sich darüber echauffiert, dass ich das Ding nach oben gepackt habe. Und das hier, TH-Dings. Hier ist Produktion angehalten. Wahrscheinlich auch, weil es ja eins der Kernkraftwerke ist, die mittlerweile nicht mehr im Netz sind. Ja, ja, die ganze Kacke muss noch abgebaut werden, auf jeden Fall. Ne? Die sind ja auch nicht mehr betriebsfähig so richtig. So, schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt hier entwickelt. Dann sprechen mit unserem zusätzlichen Steuerdinger wieder zu 1,7, 1,75 sollten es eigentlich schon sein, dann Überschuss. Boah, da marschieren wir tatsächlich auch echt fast Richtung 2% vielleicht noch dieses Jahr mit ein bisschen Glück. Das wäre echt gut. Der Kaiser im HSV-Trikot, ja, so sieht's aus. Der Kaiser im HSV-Trikot. Ich stehe dazu. Du hast zwar Namen, aber die sind von Discord-Membern, die aktiv sind. Ja, da können wir, denke ich, nochmal eins von nehmen, ne? Ja, komm, nimm nochmal her, gib nochmal her. Was haben wir hier? Mein Lieber, Mahai, schmeiß mal einen Namen rein. Otto der Erste wird hier genannt. Hatte ich so einen Otto-Reaktor denn? Gute Frage. Kaiser Wilhelm? Nee, Otto den Ersten haben wir noch nicht. Wenn wir Barbarossa haben, kann ich eigentlich auch die Otto den Ersten nehmen. Ist schon eine gute Idee eigentlich. Ich glaube, das nehmen wir mit. Und ich grüße Mindful Max. Vielen lieben Dank für dein Follow. Dann machen wir Otto den Erste-Reaktor. Otto der Erste. Gut überlegen, wie muss ich das schreiben hier? Ob ich einen Barbarossa-Reaktor, den wir hier nicht ansehen darf. Friedrich, genau. Otto minus Reaktor, kann ich ja so machen. Otto der Erste Reaktor. Und das ist dann natürlich Kaiser Otto der Erste. Oder? Otto der Erste war doch Kaiser, oder? Ja, kurz hier, jetzt muss ich ja googeln.
Otto der Erste, nicht .com. Otto der Erste, römisch-deutscher Kaiser. Jawohl. Merci. Und so, zack, Kaiser Otto der Erste. Reaktor, fertig. Otto ist gut, sehr schön. Mein Kaiser, Sie müssen aufpassen. Frank hat die Truppen an der Grenze gelegt. Ja, nee, was Tobi schon sagt, die stehen schon seit 50 Millionen Jahren. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Das sieht soweit gut aus. So, wann ist mein kaiserliches Dekret da? Jetzt bin ich wieder im Kabinett gelandet. Wirklich, sind wir jedes Mal die falsche Tür. Ah, jetzt ist es gerade durch. So, das wird sich natürlich ein bisschen hin und her hangeln wieder. Das heißt, irgendwann so Richtung 25. oder 27. müssten wir dann die vernünftigen Zahlen haben, mit denen wir wieder arbeiten können. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal so von 1,7% Überschuss aus. Wer weiß, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und kommen tatsächlich dann noch auf demnächst 2% Überschuss. Das wäre super. Aber 2% BIP-Überschuss, das kann man schon echt mitnehmen. Das würde richtig schmecken, ich sage euch das. Ja. Weil es dann auch dann das Projekt hier durch haben, dieses Bauprojekt. Das heißt, man könnte dann sich nochmal entweder dem weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur widmen oder dem Schuldenabbau. Weil ich glaube, wir hatten gesagt, die digitale Infrastruktur genoss jetzt Vorrang bei der ganzen Geschichte. Genau, richtig. Dementsprechend werden wir da also weiter. Ich erinnere mich an unsere Abstimmung nochmal da zurück von vor ein paar Folgen. Da werden wir dann die Prio natürlich logischerweise auf den Ausbau der digitalen Infrastruktur nochmal setzen. Ja, klar, nebenher, die Energie muss ich mal so ein bisschen im Auge behalten. Wir dürfen halt natürlich nicht in Energieminus rutschen. Was passiert, wenn wir ins Energieminus rutschen? Da sieht ihr jetzt momentan in der Bundesrepublik, was hier los ist. Ne? Noch läuft der Saft alles. Das kriegen wir auch alles ja irgendwie hin. Und was ich jetzt so gehört habe von Füllständen und alles, kommen wahrscheinlich auch wohl durch. Wobei jetzt Tage wie jetzt zuletzt, ne, mit geraden so um den Gefrierpunkt, die sind nicht so schön. Also davon sollte es nach Möglichkeit diesen Winter nicht zu viele geben, damit das mit dem Gas nicht dünn wird. Naja, wir wollen das Kaiserreich nachstellen, nicht alle deutschen Vereine. Genau, also es geht schon prinzipiell eher um das Kaiserreich. Ich hatte jetzt letztens die Argumentationskette, die geführt wurde, war okay. Rund um den Benelux landet, ich hatte ja das damals auch in Auftrag gegeben dahingehend, weil ich halt diesen Gedanken hatte, ich habe halt immer das Problem gehabt, was macht die mit Elsass-Lothringen? Weil Elsass-Lothringen, dass das ein zentraler Inventarbestandteil ist, da brauchen wir nicht über diskutieren. Darüber wurde 1870 wurde darüber gestritten, darüber wurde 1914 gestritten. Das Ding ist tatsächlich ein Thema, das war sehr relevant, ob wir das mit reinnehmen oder nicht. Und dadurch, dass wir dann die Benelux-Staaten mit reinnehmen, kann ich dann auch dementsprechend Elsass-Lothringen mit rein. Das ist für mich so von der Argumentationskette her schlüssig und logisch. Das Sudetenland, wie gesagt, dass wir das mit reinpacken, das finde ich soweit auch okay. Ne, Österreich packe ich ja für mich und meinen persönlichen Interessen mit rein. Auch zumal das halt ein super Testfeld ist, muss ich auch sagen. Ne? Weil Österreich ist nicht in der NATO drin. Ne? Erstmal um zu gucken, dann ist die Reichswehr dann auch wirklich kriegstauglich. Das ist ja dann das Thema. So, das müssten jetzt dann die aktuellen Zahlen sein, wenn ich jetzt das Männchen da so sehe. 1,6. Das ist aber mau. Da hatte ich mir jetzt dann doch ein bisschen mehr erhofft. Also auf 1,7 war ich jetzt schon angefixt. Naja. Gut, kann man nichts machen. Mein Kaiser, vergessen Sie nicht, Sie müssen noch den Hochtiefbausektor verstaatlichen. Ja, aber das ist tatsächlich auch wieder mit so einer unfassbaren Summe versehen. Das kriege ich ja nicht oder kaum finanziert. Mal ganz kurz eben, wir haben, wenn wir darauf jetzt mal ein Auge werfen wollen, der Hochtiefbausektor, Hochtiefbau, hier ist ja momentan teilverstaatlich, gerade verstaatlich, vollständige Kontrolle Staates, hier um so muss ich, 280 Milliarden. Wir haben momentan fast 100 Milliarden, aber fehlt halt noch ein ganzes Stück. Ja, müssen wir gucken, ne? Wenn es natürlich demnächst mal die Möglichkeit gibt, ja, dann müssen wir das natürlich mit rannehmen, weil, logisch, der Hochtiefbausektor ist halt das Ding, was demnächst unsere Infrastruktur bauen soll. Und dann, das Geld müssen wir reinstecken, das will ich ja schon von Anfang an machen. Klar genießt das dann irgendwo oder eine Priorität, aber halt erst, wenn das Geld da ist. Ne? Vorher brauchen wir uns da nicht ransetzen. Bei uns in Dresden waren es am Wochenende minus 5 Grad. Ja, ich stand auch jetzt draußen mehrmals schon zum Kratzen. Macht keinen Spaß. Ich werde definitiv später dafür sorgen, dass wenn ich mir ein Einfamilienhaus hoffentlich mal eines Tages leisten kann, so Gottes will, und der Staat und meine Kohle, die da so reinkommt, dann brauche ich auf jeden Fall eine ordentliche Garage dazu. Keinen Bock, dass da später auch mal noch mich bis zum dann immer ins Tag damit kratzen zu beschäftigen. Ist ja auch kalt, die Kacke. Muss man auch einfach sagen. Ist immer sehr angenehm. Ne? Dann kratzt man, dann fliegt natürlich auch so der ganze Schnee und das Eis dann auf deine Finger so drauf. Ne? Und dann kratzt du auch nicht mal eben 2 Minuten, sondern meistens eher so 10, 15, ne? Bis du das ganze Auto so komplett frei hast. Ne? Und, ach, Hilfe.
Malte von Wirk gibt es ein super Enteisungsspray. Dann sprühst du drauf, brauchst die Katzen. Ich weiß, dass es das gibt. Das hat mein Vater mir auch schon geraten. Ich habe tatsächlich, jetzt will ich mir das auch bestellen. Aber ja, diese hat mir jetzt noch nicht gerade akut geholfen. Eine Garage ist wirklich Gold wert, das ist richtig. Ich habe sogar schon Schnee schieben müssen. Na, so schlimm war es noch nicht tatsächlich. Ja, so ein Enteisungsspray ist tatsächlich sehr praktisch. Alleine schon wegen den Scheibenwischern brauche ich das. Ja, weil sonst kannst du halt den Scheibenwischer nicht bedienen und das ist nicht so optimal. Aber die Finanzen gehen jetzt doch nochmal ein Stück nach oben. Sehr gut, komm, gib mir jetzt endlich die 1,7 hier. Ah, fast. Aber ist okay. Dementsprechend müssen wir jetzt 90 Milliarden Marke mal ungefähr haben. Ungefähr haben wir die. So, wo ist unser AKW hier? Das ist jetzt dann schon mal ganz gut dabei. Die ersten 30 Tage sind auch schon weg. Das sieht doch alles soweit ganz gut aus. Ja, und wie gesagt, mit den nächsten Geldern sieht das dann auch umso besser aus. So, Inflation ist jetzt aber ein Thema. Ist jetzt über die 1%-Marke gesprungen. Wir werden tatsächlich den Leitzins jetzt mal erhöhen um 1%-Punkt auf 2%. Tut natürlich jetzt dementsprechend dann dem Wirtschaftswachstum nicht so gut, ne, dadurch, dass ich den Leitzins jetzt nochmal anheben muss. Aber ja, ich bin gewillt natürlich, die Inflation jetzt hier nicht anfangen lassen, irgendwie groß loszurennen. Da werde ich gucken, dass wir dann dementsprechend einigermaßen Währungsstabilität herstellen und dafür sorgen, dass sich das dann kurventechnisch abflacht. Das heißt, 2% Leitzins ist jetzt erstmal wieder an der Stelle da. Sehr, sehr schön. So, dann muss ich gucken jetzt, ja, ein bisschen Zeit ist leider Gottes wieder zu gehen bis zur nächsten Zahlung. Also da muss ich jetzt dann doch noch wieder mit euch ein bisschen Zeit absitzen. Und vorher habe ich halt jetzt nicht so den Spielraum wieder für weitere Aktionen. Können auch mal kurz schon mal überlegen, wenn wir jetzt in den Glasfaserausbau mal nur so mal reinluken. Wir müssen uns vorstellen, wir haben jetzt demnächst haben wir auch wieder so 20 Milliarden wahrscheinlich. Wir gucken mal auf Kosten in 5 Jahren. Wenn wir jetzt sagen, wir haben demnächst so um die 20 Milliarden zur Verfügung. Ja, kommen wir vielleicht auf 20% Glasfaserausbau in Deutschland. Vielleicht 20%. Das wäre auch schon mal etwas auf jeden Fall. Jetzt haben wir die nächsten Wachstumszahlen. Sehr, sehr gut. Also nicht die Wachstumszahlen, sondern nächsten Plus hier. Jetzt bei 92 Milliarden. Also die 100 Milliarden Marke, die wird jetzt tatsächlich relativ zeitnah fallen auf das eine Kalenderjahr. Und 100 Milliarden, dass wir uns das mal kurz eben verbildlichen, das ist natürlich auch schon gutes Geld. Also wenn wir das jetzt einmal so als Gesamtsumme zusammen hätten, ne, was wir natürlich nicht haben, dann wäre es tatsächlich möglich, die gesamten 10% der Darlehen hier bei Frankreich zu zählen und damit nochmal weitere 11 Milliarden Zinszahlungen zu gewinnen, die ich hier so ableiste mit euch. Naja, Frankreich, Darlehen ist wirklich absolut jenseits von gut böse. Der Rest ist alles okay. Frankreich, Indien ist auch noch sehr, sehr kräftig. Aber alles andere ist okay. Ne? So 3%, das kannst du schon mal zahlen. Ne? Ein paar, wo wir natürlich komplett uns für Low verstarten, für Low Kredit nehmen können, ist natürlich optimal. Aber da, wo halt diese richtigen Zinszahlungen sind, ne, die sind natürlich schon echt elendig. Ja, und wenn man das jetzt auch anhand der Summen sieht, dann muss man sagen, also dann ist Frankreich und Indien sind halt jetzt die beiden größten Übeltäter, gefolgt von, wenn ich das gerade mal so sehe, müsste es dann Großbritannien sein, was auch noch ziemlich, ziemlich übel ist. Ja, da sollten wir auch gucken, dass wir danach da auch irgendwie die Gelder rauskriegen, weil da auch viel, viel Zinszahlung mit reingebunden ist. In einem Stream wieder fast ein halbes Jahr geschafft, sagt Gamer Freaks. Ja, in einem Stream ist jetzt ja auch, das stimmt jetzt ja nicht ganz. Also das Stream läuft ja noch ein bisschen. Macht eigentlich eine starke Währung P&R Sinn? Sowas wurde ja in Discord mal gefragt. Also Währungsstabilität macht prinzipiell Sinn. Ob das jetzt einen riesen Einfluss in P&R hat, ne? Wir reden von P&R, wir reden nicht von der Realwirtschaft. Ob eure Wirtschaft und ob eure Währung jetzt härter ist oder weicher ist, ich glaube, das macht im Vergleich macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Ne, wie gesagt, ich schaue nur ein bisschen drauf, dass ich da so ein bisschen Blick drauf habe. Ja, unsere Reichsmark bewegt sich jetzt also besser als der Euro, aber noch schlechter als US-Dollar. Übrigens mittlerweile jetzt tatsächlich insgesamt, boah, jetzt haben wir es fast. Jetzt sind wir bei 98 Milliarden Überschuss. Also läuft trotz Leitzinserhöhung gut an. 2% Wirtschaftswachstum wieder, also ein neutrales Wirtschaftswachstum. Ja, und dann können wir jetzt gleich tatsächlich nochmal Geld in Glasfaserausbau stecken. 20 Milliarden, wie gesagt, habe ich mir da so angedacht.
Das ist dann auch nochmal ein gutes Geld, was dann da reinfließt für 20%, also ungefähr 1% pro Milliarde. Im Glashausbau, dann kann man sagen, dass die großen, die größten Ballungszentren werden dann komplett quasi mit Glasfaser ausgesorgt sein, wenn wir so von 20% reden. So ungefähr. Aber vielleicht ein bisschen weniger. Jetzt reicht dann vielleicht nicht für jede Großstadt in NRW. Ne? Dafür reicht es dann tatsächlich noch nicht. Ja, wir werden tatsächlich erst, wir haben eine Abstimmung gemacht, Johannes, der jetzt gerade sagt, zahl auf Frankreich aus. Wir haben erst gesagt, dass wir das Geld in die digitalen Ausbau investieren sollten. Danach werden wir gucken, ob wir dann das Geld dann dementsprechend in Schuldenabbau stecken. In Schuldenabbau wird ja so oder so auch was gesteckt. Ne? Also ich kann es euch mal eben ganz kurz demonstrieren. Wir haben ja nicht umsonst jetzt mittlerweile nur ein Defizit von 60%. Nein, das ist der Überschuss. Da muss ich hin. Aber erstmal darf ich wieder mich bei irgendwem bedanken gehen. Und zwar bei Sören, der nochmal 2 Euro raushaut. Sören haut 2 Euro raus. Dankeschön. Infantino hat bekannt gegeben, der Efeel Sammerzingmann, der offen dafür war, eine Weltmeisterschaft in Nordkorea stattfinden zu treffen an der neutralen Zone. Im Übrigen bin ich der Meinung, die BOG Champ Karthago zerstört werden sollte. Irgendwas habe ich jetzt gerade gehört, von wegen Vereinigte Koreanische Spiele. Nicht so Bock. Aber ja, gut, vielen lieben Dank auf jeden Fall dir nochmal für deinen Support zu hören. Ja, ihr seid natürlich weiterhin auch herzlich eingeladen, uns zu supporten, wenn ihr Bock habt. So, was ich euch erklären wollte ist, es sammelt sich immer anhand des Budgetüberschusses so ein kleiner Restteil an, nicht zu knapper, der tatsächlich dann parallel in die Senkung der öffentlichen Verschuldung fließt, wo dann dementsprechend querbeet pauschal alle Kredite bedient werden, die so offen sind. Ja, also was ich jetzt nochmal zwischendurch mache, ist ja die darlehensstarken Kredite, in diesem Fall Frankreich vor allem, nochmal zwischendurch gezielt gesondert nochmal nachzubedienen. Aber so grundsätzlich ist es so ein Case, wo man sagen kann, also es tut sich trotzdem was und wir kommen ja nach und nach jetzt tatsächlich weg. Wir sind ja mittlerweile schon auch unter dem Schuldenstand von dem, den es am Spielanfang gewesen ist, also 2022, wo noch die Bundesregierung an der Macht war, der ja zwischenzeitlich auch nochmal massiv gesteigert hatte. Ich weiß gar nicht, wo waren wir gewesen? 85%, 90%, irgendwie so in dem Bereich. Also da haben wir tatsächlich auch schon ein gutes Stückchen verloren. Und wie gesagt, es beschleunigt sich jetzt auch gerade immer weiter. Ne? Also wir haben jetzt ja unsere 100 Milliarden Überschuss, haben wir jetzt voll. Das kommt schon ganz gut zusammen. So, Gamerfix ist gleich weg, alles kein Problem. Wünsche dir dann schon mal einen schönen Abend. Aber ich hoffe natürlich, dass ein Großteil der Leute mir noch erhalten bleibt hier. Sehr, 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 sehr gut. Ansonsten ein Thema, wo wir uns mal später auch nochmal beschäftigen müssen, auch noch, ist natürlich ganz klar die Infrastrukturausbauten hier. Ne? Wir haben ja noch gut Infrastruktur, was man auch noch bauen kann. Hauptstraßen, also Hauptautobahnen, wo ich tatsächlich nochmal gucken muss, dass wir unser Autobahnnetz vielleicht nochmal ein bisschen erweitern. Dass dementsprechend auch hier noch alles passend verbunden wird miteinander, dass wir da auch noch schön Infrastruktur schaffen. Hyperloop-Linien sind natürlich dann auch so ein Ding. Ich werde natürlich mich auch irgendwann als Kaiser natürlich der Deutschen Bahn mal annehmen und dafür sorgen, dass da auch mal ein bisschen Zug und Ordnung reinkommt. Zug ist wichtig. Nicht Zucht, sondern Zug. Naja, dementsprechend, dass wir da also auch nochmal ein Auge drauf haben. So, Tobi weist mir aufs Folgenende hin. Ich würde sagen, da jetzt aber heute noch nicht so viel passiert ist, würde ich ganz gerne nochmal eben ganz kurz ein kleines Stückchen weitermachen. Können wir mal gucken, dass wir dann möglichst auch in der nächsten Folge sehr zeitnah dann auch an den nächsten Budgetüberschuss kommen. Das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt haben wir tatsächlich bald die 2% Budgetüberschuss. Jetzt sind wir sogar über die 100 Milliarden Marke drüber geprescht. Jawohl. Das muss alles jetzt dadurch kommen, dass unsere Wirtschaft gerade echt floriert, ne? 2,2% Wachstum. Also wenn wir uns mal ganz kurz ansehen, ne? Gut, das war hier der Startanfang, wo ich dann nochmal hier die Steuerlast draufgeschoben habe. Seitdem hat sich das ja echt nochmal ein bisschen gegengesteuert. Ja, und die 2% Budgetüberschuss sind jetzt tatsächlich echt bald drin. Nice one. Das macht Bock. Das macht Bock, das macht Lust, das macht Laune auf mehr. Das kann ich auf jeden Fall sagen. So, die nächste Folge, die dann wiederum kommt, wird dann dementsprechend am 23.12. ausgeschaltet. Ja, dann haben wir tatsächlich mit dem heutigen Stream, werden wir das so hinkriegen, dass wir tatsächlich bis Weihnachten alles abgedeckt haben. Respektiv, ich glaube, eine Folge drüber kann ich vielleicht auch noch gehen. Jetzt muss ich überlegen, wann habe ich morgen dann wieder Termine? Morgen. Ja. Ja, mit Bauchweh kann ich noch eine Folge danach noch machen. Ich habe gerade gesagt, Restinator, übrigens, Gerfix sagt dann bis Freitag. Jo, freut mich, dass du Freitag wieder vorbeischauen willst. Schönen Abend, Junge. Restinator schreibt, ich habe gerade eine Funktion in P&R entdeckt.
die nur unter bestimmten Umständen zustande kommt. Ich habe als Opposition gespielt, hatte einen Aufstand, der sich zu einer Stadtschlacht entwickelt hat. Als ich dann in der Macht kam, gab es logischerweise nur eine regierende Partei. Die war aber komischerweise nicht meine. Wie geht das denn? Dann kam auf einmal mein Stabschef und fragt mich, wollen wir das Parlament mit Gewalt übernehmen? Ich habe auf Ja geklickt, meine Partei hat jetzt 100%. Diese Funktion dürft ihr wenigstens kennen. Ja, klingt für mich tatsächlich auch sehr wild und noch ein bisschen obskur, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber gut, lassen wir so stehen. Und so stehen lassen würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, können wir dementsprechend jetzt, würde ich mal meinen, den Spielstand für heute lassen. Also, ja, heute tatsächlich ist nicht ganz so brutal viel passiert, aber wie gesagt, ihr seht, es floriert, es entwickelt sich und alles, was jetzt kommt, ihr merkt es, ne, das beschleunigt sich jetzt auch alles, ne, dementsprechend wird das auch alles jetzt demnächst schneller gehen, je mehr, oh, wir kommen jetzt wirklich auf die 2% zu, je mehr wird sich da tut an Wachstum, an Überschüssen, an zusätzlichen Geldern reinfließen, so mehr Spielraum gewinnen wir, desto schneller kommen wir hier wieder voran, neue Investitionen zu tätigen, neue Investitionen können wir dann wiederum neu investieren, ne, also das wird wieder Geld rausspringen, dass dann wieder neu investiert werden kann, ne? Und ihr merkt schon, es gibt jetzt so demnächst wahrscheinlich eine relativ gute finanzielle Spirale, die wir dann da aufdrehen können, die uns dann ermöglichen, sobald wir die Wirtschaft nicht so abgehandelt haben, tatsächlich ans Militär ranzugehen. Ich sag euch, es dauert nicht mehr lange. Es dauert nicht mehr lange und wir kommen hier wirklich auf den grünen Zweig mit der ganzen Geschichte. Dementsprechend, also bedanke ich mich ganz fest draußen bei euch auf YouTube fürs Zusehen. Wenn euch die ganze Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen auf die Folge. Abo, ne, wisst Bescheid, Glocke. Ich glaube, ich habe am Anfang schon alles gesagt gehabt. Ach, leckt mich, keinen Bock mehr. Lassen wir so stehen. Wir sehen uns zur nächsten Ausgabe wieder. Dann also für euch auf YouTube tatsächlich die Ausgabe kurz vor Weihnachten. Ne? Wir sind dann jetzt also tatsächlich in den letzten Zügen vor Heiligabend. Ne? Und ja, dementsprechend bis zur nächsten Ausgabe. Bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut da rein und ciao.